Block 64, der letzte für heute, ist noch eine weitere Art von speziellen Bauteilen, die auf den ersten Blick vom Schaltsymbol so ausschauen wie ein Operationsverstärker, nämlich irgendwelche Leistungsverstärker. Und ich habe mir da ein Beispiel rausgesucht, ein LM386. Das ist so ein recht beliebter Audioverstärker. Wenn man irgendwie einen Lautsprecher direkt treiben möchte, dann möchte man da vielleicht nicht einen kleinen Op-Amp verwenden, der halt irgendwie maximal ein paar Milliampere liefern, und dann fragt man sich, warum aus dem Lautsprecher nichts rauskommt, sondern nimmt man halt so einen Chip, und für kleine Lautsprecher ist der sehr gut geeignet, der kann bis zu einem halben Watt liefern, das kann auch schon ganz gut laut sein. Und so schaut halt eine typische Schaltung aus, die man aufbaut mit einem derartigen Verstärker. Also man sieht, das Symbol ist das gleiche. Wir haben da wieder so ein Op-Amp-ähnliches Symbol. Aber was fällt uns sofort auf bei dieser Schaltung, was völlig schwachsinnig wäre, wenn das ein Op-Amp wäre? Keine Rückkopplung oder keine Gegenkopplung. Und das hat damit zu tun, der hat zwar genau dieses gleiche Funktionsprinzip, wie ich ihn ansteuere, mit einem Plus- und einem Minus-Eingang. Und die Differenz zwischen diesen beiden Eingängen, die gibt mir dann das Ausgangssignal, aber die Verstärkung ist bei dem fix. Er hat eine fixe Verstärkung, ich glaube, von 20, und dann hat er noch ein paar zusätzliche Pins. Wenn man dort weitere Bauteile draufhängt, kann man den internen Gegenkopplungspfad, den der hat, beeinflussen von außen und dann noch eine höhere Verstärkung erzielen. Aber normalerweise schließt man dann einfach nur so an, und häufig hat man ja kein differenzielles Signal, sondern nur ein Signal, das um ein Ground Level schwingt. Also hängt man das eine einfach an Ground und dem anderen speist man dann das Signal ein. Und oft will man ja die Lautstärke einstellbar haben, dass es nicht immer so dröhnt. Und das macht man dann, indem man einfach vor der Verstärkung noch einmal abschwächt. So, das ist das übliche Muster. Wir schwächen hier ab gegen Ground und dann haben wir hier die konstante Verstärkung, wo wir einfach in unseren Lautsprecher hineingehen. Eine interessante Eigenschaft von diesem LM386 ist, dass er Ausgangssignale um das Ground-Potenzial akzeptiert. Also auch welche, die kleiner sind als die negative Versorgungsspannung. Jetzt nicht viel, also ich kann jetzt nicht irgendwie da minus 5 Volt hineinschicken und mir erwarten, dass das geht, aber solange ich eben signifikant um so einen Diodenabfall bleibe, kann ich eben wirklich ein Signal haben, das hier um etwas um 0 Volt schwingt, und das kann der verarbeiten, obwohl seine Versorgungsspannung halt bei 0 Volt steht. Ich weiß nicht, ob das eine Diskussion ist, dass man hier... Ah ja, wir schauen ins Datenblatt, dann werden wir uns im Datenblatt dann nachher noch was anschauen. Gut, wozu brauche ich jetzt auf der Ausgangsseite diesen Kondensator? Dass ich den Gleichspannungsanteil. Genau, ich will keinen Gleichspannungsanteil haben. Der wird dann einfach ein Strom sein, der da konstant in eine Richtung durch den Lautsprecher fließt. Und das ist natürlich einerseits mal blöd, weil der Lautsprecher halt ein relativ kleinen ohmischen Widerstand hat, das heißt, da kann ich schon relativ viel Energie reinsetzen, aber vor allem werde ich kaum etwas hören. Ja, quasi kurz bloß so, also wir haben Bauteile im Sortiment, die so 8 Ohm haben und so, und wenn das Signal jetzt nicht zu weit weg ist vom Ground, kann der das schon, aber ich werde kaum was hören. Warum werde ich kaum was hören? Wenn der Kondensator nicht da ist. Ja. Genau, es ist komplett angezogen, es ist alles in der Sättigung, und dann habe ich quasi ein Extrem, wo sich kaum etwas tut, und überlagere mit diesem Extrem mein eigentliches Signal. Und darum ist es eigentlich wichtig, dass ich einen Lautsprecher immer gleich anteilfrei anspreche, und das macht man eben in der Regel, indem man einfach über einen relativ großen Kondensator einkoppelt. Und ich kann hier einen großen Kondensator nehmen, da habe ich 470 Mikrofarad, das ist schon ein größerer Kondensator. Da kann ich ein Elko nehmen, weil ich weiß, dass das hier positiv ist gegenüber Ground. Und nachdem ich den anderen Anschluss von dem Lautsprecher an Ground hängen habe, weiß ich, dass das hier um Ground pendeln wird, und das wird dann um ein höheres Potenzial pendeln. Also ich weiß, in welche Richtung dieser Elko die ganze Zeit geladen sein wird, und damit kann ich ein Elko verwenden, der halt hier Plus hat und dann Minus. Der Widerstand. Genau, der dient nur zur Entladung und quasi damit,
damit das nicht ganz offen rumhängt, wenn da kein Lautsprecher angeschlossen ist. So wie ein Lautsprecher da angeschlossen ist, ist der Widerstand nutzlos. Wenn ich da einen 8 Ohm Lautsprecher habe und ich hänge den parallel zum 1 Kilo Ohm, dann ist es genauso, als wenn das 1 Kilo Ohm gar nicht vorhanden wäre. Aber man will halt ungern so einen Kondensator, also gerade wenn es ein Elko ist, dann sollte man den nicht quasi mit einem Anschluss in der Luft hängen lassen und der kann sich dann da selbst auf irgendwas aufladen im Laufe der Zeit und über den Widerstand verhindern wir das eben. Und das kann ja sein, nicht, wenn so ein Teil im Kasten steht für ein Jahr und dann komme ich und stecke zuerst meine Kopfhörer in die Ohren und dann stecke ich es ins dann höre ich es mal laut knacksen. Okay, dann stürzten wir uns in die Diskussionspunkte. Wir haben ja schon andere Arten kennengelernt, so Ausgangsverstärker zu machen. Wir haben so Transistor-Gegentaktschaltungen und so angeschaut. Was ist jetzt der Vorteil davon, da so einen Chip zu nehmen, gegenüber ich mache einfach eine Transistor-Gegentaktstufe? Ja, ich brauche keine Pärchen, die voneinander abgestimmt sind. Vor allem wird das deutlich linearer sein, als wenn ich da jetzt anfange zu glauben, ich kann mit zwei Transistoren das gleiche machen, was da drinnen mit, weiß ich nicht, so viel sind nicht drinnen, 10 Transistoren oder so sind das. Und außerdem ist die Frage so ein bisschen irreführend, weil in dem Chip ist natürlich am Ausgang eine Gegentaktstufe drinnen. Das ist, glaube ich, bei dem eine Totem-Pol-Stufe und keine Gegentaktstufe, aber das sind Details, das ist die Idee ist die gleiche, dass ich quasi zwei Pfade habe und ich kann entweder von der positiven Versorgungsspannung durchverbinden oder von der negativen Versorgungsspannung durchverbinden. Gut. Wenn ich? Ja? Ich muss nochmal zuschauen. Natürlich. Ja. Wenn ich jetzt Plus und Minus dort vertauschen würde, ja, dann hätte ich quasi einen invertierenden Verstärker. Dann hast du einen invertierenden Verstärker und das würdest du natürlich nicht hören. Weil die Phasen, das ist ja dein, ja, das ist nur eine Phase. Würdest du nicht hören? Aber ich würde schon was hören. Ja, du würdest was hören, aber du würdest nicht hören, dass das Signal jetzt verdreht ist. Außer du hast ein Stereo-System und machst das nur auf einem Kanal. Das kann dann blöd sein. Dann kannst du irgendwelche Auslöschungen dazu haben. Das ist ganz lustig, sowas mal in einem Raum zu hören, da wird einem ziemlich schnell schwindelig, wenn man dann quasi einen Schritt geht und das ändert sich irgendwie genau die Lautstärke und dieses. Gut. Okay, warum haben wir C1 und R2 in der Schaltung und welchen Zweck hat E1? Das haben wir eh schon besprochen. Der ist zum Koppeln da und der ist damit, der Kondensator ist mit Luft. Man sollte nie Kondensatoren in der Schaltung dran haben. Also irgendwelche kleinen 100 Nanofarad wurscht, aber ein Elko, den sollte man nicht so haben, dass der mit einem Pin in der Luft hängen kann. So, und jetzt kommen wir zum ersten Mal zu dem Datenblatt. Nochmal das Datenblatt auf, da wollen wir wissen, warum wir für diesen R1, diesen Abschwächwiderstand hier, warum das keine gute Idee ist, den mit 100 Kilo Ohm auszulegen. Gibt es da eine Idee? Bevor ich es aufmache vielleicht. Haben jemand eine Vermutung? Das Ding hat einen niedrigeren Eingangswiderstand. Genau, das Ding hat einen niedrigeren Eingangswiderstand. Ah, das wollte ich, nicht. Das wollte ich. So. Dann bin ich hier am Eingang, hat er so einen Bias-Widerstand, der 50 Kilo Ohm hat. So. Und ich weiß es nicht, man müsste in die Application Notes unten reinschauen. Möglicherweise, damit du einfach mal einen Spannungsteiler schon machen kannst, dass man nichts anderes braucht. Der kann auch fürs Biasing hier sein, ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch, dass wenn man den Eingang absteckbar macht, damit nicht irgendwas Undefiniertes passiert, solange nichts dran hängt. Genau, also wenn ich da wirklich nichts habe, sondern wirklich einen Pin habe, dann will ich, genauso wie ich am Ausgang den Widerstand gehabt habe, dann natürlich auch irgendwas haben, was einen Bias macht. Und da wären 50 Kilo oben ein sehr üblicher Wert für solche
Ja? Na gut, der könnte auch hochohmig sein. Wenn er hochohmig ist, dann wird quasi jede Änderung im elektromagnetischen Feld da sofort einstreuen und wird dann quasi als Signal interpretiert sein. Also wenn ich quasi resistent dagegen sein möchte, dann muss ich das mit ein bisschen einer Grundlast nach Ground sozusagen versehen. Und dann weiß ich, wenn da ein Signal noch durchkommt, obwohl ich da 50 Kilo um nach Ground habe, dann muss es schon jemand ernst meinen sozusagen. Und das ist nicht nur irgendwie eine Feldschwankung, weil dieser Pin mit nichts verbunden ist und darum halt alles Mögliche da einkoppelt. So, jetzt können wir diese Schaltung natürlich durchgehen. Wir haben wieder diesen typischen Aufbau mit zwei Seiten. Wir haben aber hier diese Darlington-Stufe, die eben auch macht, dass ich hier am Eingang jetzt unter die Versorgungsspannung gehen kann, um ungefähr so einen Diodenabfall minus den 0,2 Volt, den wir hier hinkriegen, also 0,4 Volt dann vielleicht, kann ich runtergehen unter die Versorgungsspannung. Was aber interessant ist, ist folgende Frage. In dem Schaltbild, das ich vorher gezeigt habe, da haben wir die Eingänge so um Ground schwanken lassen. Und bei einem normalen Op-Amp kann ich ja über einen sehr weiten Bereich die Eingänge liegen lassen. Da könnte ich auch zum Beispiel mittig sein in meinem Spektrum zwischen positiver und negativer Versorgungsspannung oder sogar nahe an der positiven Versorgungsspannung. Kann ich das hier? Die Dioden? Ja, die Dioden nicht. Ich habe schon gedacht, der Bias schränkt das ein natürlich. Ja. Also im Wesentlichen, wenn man sich diese Schaltung hier anschaut, dann sieht man sich diesen Rückkopplungspfad hier anschaut, dann kommt man halt drauf, dass die Eingänge deutlich unter dem Ausgangspotenzial liegen sollten. Das ist für einen normalen Operationsverstärker kein Problem. Da kann ich quasi mit den Eingängen rauf und runter gehen und die können quasi über und unter dem Ausgangspotenzial sein. Der ist aber wirklich darauf hingetrimmt, dass die Eingangspotenziale so um dieses Grounding, um die negative Versorgungsspannung schwanken und er quasi dann einen größeren Spannungsbereich intern hat, den er entsprechend verteilen kann, der von dem Ausgangssignal abhängt. Und die Schaltung funktioniert nicht mehr, wenn ich bei den Eingängen mit dem Potenzial zu weit nach oben gehe. Also das sind nur so Kleinigkeiten, wo man hier sehen kann, das schaut vom Schaltsymbol aus wie ein Op-Amp, aber es verhält sich eigentlich sehr, sehr anders als ein Op-Amp. Das Einzige, was wir eigentlich hier gemeinsam haben, ist, dass es eine Art von Verstärker ist und dass ich einen positiven, also einen invertierenden und nicht invertierenden Eingang habe. Was mir da auch aufgefallen ist, man kann Bypass und kann die Widerstände, die da drinnen sind, eigentlich überbrücken. Genau, und damit kommt man dann auf höhere Verstärkungen, also auf bis zu 200, glaube ich, ist das Maximum, was man machen kann. Steht sicherlich irgendwo da oben, da. Voltage Gains von 20 bis 200 und 20 ist quasi so, wie er ist und für 200 muss man dann eben mit diesen Bypass und Gain-Dingen da was machen. Und da hätte man 1 und 8, das ist Gain, okay. Okay, Bypass ist nur das, genau, das ist nur Stabilisierung, das ist wurscht. Nein, mit einem Stützkondensator. Der ist quasi nur dazu da, dass wenn diese Versorgungsspannung hier schwankt, dass dieser Punkt in der Schaltung trotzdem stabil bleibt. Damit wir quasi ein Rauschen von der Versorgungsspannung nicht als Rauschen von den Eingangspins missinterpretieren, haben wir hier einen eigenen Kondensator, der auf das da geladen wird und das dann da stabilisiert. Aber ich kann quasi hier zwischen den Gain-Pins einen Kondensator hin tun. Und der überbrückt mir dann diesen Widerstand hier und dann kriege ich eben das höhere Gain. Ja, aber der ist schon wieder frequenzabhängig. Der ist frequenzabhängig, aber das muss er sein. Wenn ich das einfach nur kurz schließe und sage, das ist ja das Gleiche, wird der anfangen zu schwingen. Gut. Genau, und da haben wir eh diese Application, typical Applications. Das links ist ziemlich 1 zu 1 die Schaltung, wie Sie gesagt haben, Sie haben Ausgang, haben Sie diesen Widerstand nicht. Aber
sehen auch hier werden 10 Kilo Ohm verwendet. Da gibt es sicher wahrscheinlich noch ein paar andere Applications. Da kann man Oszillatoren bauen und solche Geier. Gut. So, wir haben ein paar Fragen noch. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Die 100K haben wir gemacht. Okay. Dann haben wir Übungen und Experimente. Das wäre auch wieder was für die Experimentiergruppe. Vielleicht denke ich dran bei der nächsten Experimentiergruppe und ich habe nicht den Kurs zum ersten Mal gehalten, aber ich dann zu dem Punkt so ein kleines Gadget gemacht, dass laute Geräusche von sich gibt, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Vielleicht finde ich das irgendwo und dann kann ich das mitnehmen und dann können wir uns anschauen, wie das funktioniert. Wenn man selber was macht, dieser Hinweis hier, gerade wenn man mit Kopfhörern versucht, dann tut es nicht zuerst die Kopfhörer rein und dann anstecken, weil die Sachen können zum Teil echt laut sein. Und aus dem gleichen Grund vielleicht auch nicht unbedingt Kopfhörer nehmen, die jetzt super gut sind, weil dann tut einem das vielleicht leid, dass man jetzt gerade diesen Kopfhörer in Rauch verwandelt hat. So, dann haben wir hier noch eine weitere Diskussion, quasi zu einem anderen Lösungsvorschlag. Wenn ich dieses Problem habe, ich habe ein Signal und ich möchte jetzt was treiben, was irgendwie größere Ströme braucht, dann kann ich das eben machen über so einen dezidierten Chip, der ein Power Amplifier ist. Oder ich kann Schaltungen bauen wie die hier, wo ich grundsätzlich mal einen Operationsverstärker verwende, dann aber hier noch andere Komponenten habe, sodass der eigentliche Laststrom nicht aus dem Operationsverstärker kommt. Gut. Kann mir irgendjemand erklären, wie diese Schaltung funktioniert? Nein, diese Schaltung verstärkt nicht. Diese Verschaltung ist ein Impedanzwandler. In einer ersten Näherung könnte man sie auch den Widerstand wegdenken, dann wird die Schaltung aber in der Praxis nicht funktionieren. Die wird ja dann anfangen, ganz grauseligst zu schwingen. Also die Idee ist die. Grundsätzlich haben wir ja beim Impedanzwandler einfach beim Plus-Eingang das Signal, was wir im Ausgang auch haben wollen, und der Minus-Eingang ist mit dem Ausgang verbunden, sodass, wenn der Minus-Eingang gerade zu niedrig ist, bezogen auf den Plus-Eingang, der Op-Amp mit seinem Ausgang nach oben gehen möchte, und wenn der Minus-Eingang gerade ein bisschen höher ist, dann geht der Ausgang nach unten. Und nachdem sich das quasi nur daran richtet, wie hier die Differenzen sind, brauche ich am Ausgang vom Op-Amp nicht genau diesen Potenzial hier, sondern wenn da was dazwischen ist, an dem halt ein bisschen was abfällt, dann ist das auch okay. Dann ist da halt entsprechend weiter unten oder weiter oben von seinem Ausgangspegel. Jetzt könnte ich mir mal einfach diesen Widerstand hier wegdenken und sagen, okay, wenn jetzt der Op-Amp nicht genug Strom liefert, habe, dann würde das nicht funktionieren. Und der Widerstand ist dazu da, dass ich die virtuelle Wart. Virtuelle Masse wieder oder? Ja, fast. Ich glaube, der Widerstand ist dazu da, dass wenn wir in einem stabilen Bereich sind, wo eigentlich der Op-Amp schon das Ausgangssignal auch liefert, dass wir dann ja um 0,6 Volt unter dem sind, wo da unten. Solange wir nicht 0,6 Volt ja. Differenz haben, liefert der Op-Amp den Strom und nicht die. Ja, und jetzt kommen wir dorthin, genau. Denken wir uns den Widerstand weg. Dann ist quasi die Idee, wenn wir am Ausgang gerade Strom brauchen, dann sagt der Op-Amp, oh, ich muss Strom liefern und schickt Strom. Das heißt, sein Ausgang steigt und bis er dann quasi hier die Basis-Emitterstrecke, die Basis-Emitterspannung hoch genug ist und dann schaltet er den oberen Transistor durch. Und dann kommt der Strom, wie wir das wollen, von der Versorgungsspannung. Was ist jetzt aber, wenn quasi das Ziel erreicht ist und wir sind gerade ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, weil man sich diese Op-Amps anschaut, wie die auf einen Spannungssprung reagieren, der Ausgang von dem Op-Amp, der wird nicht genau das einen Spannungssprung machen, der wird springen und dann wird er so ein bisschen wackeln. Und das wackeln wir hier ganz extrem.
weil er wird quasi über das Ziel hinausschießen, dann sagen, oh, ich muss jetzt wieder weg. Und dann muss er um 0,6 Volt und noch einmal 0,6 Volt mit der Spannung absinken, bevor er das Ausgangspegel wieder beeinflussen kann. Und wenn der quasi eine gewisse Trägheit hat am Ausgang, wenn er dann schon 1,2 Volt nach unten geschossen ist, dann hat er schon eine gewisse Geschwindigkeit, mit der er gerade seinen Ausgangspegel ändert, und dann tut sich auf einmal was, dann kann er das auch nicht so schnell abfangen, sondern braucht er wieder ein bisschen, um gegenzusteuern. Und dann wird dieser Ausgang ganz wild hin und her schwanken. Wenn wir jetzt quasi einen Lastfall haben, dass am Ausgang gar nichts angeschlossen ist, dann reicht nur dieser Widerstand, um den Ausgang zu stabilisieren. Die beiden Transistoren würden dann nie durchgeschalten werden. Und so wie aber am Ausgang zum Beispiel Strom benötigt wird, da fließt dann mehr und mehr Strom durch diesen Widerstand, ist der Spannungsabfall an dem Widerstand so groß, dass er anfängt, diesen oberen Transistor durchzuschalten. Und der gibt dann zusätzlich Strom dazu. Aber es ist eigentlich ganz wichtig, damit dieser Rückkopplungspfad gut funktioniert, dass wenn der Op-Amp beschließt, Strom zu liefern, die Spannung ein bisschen zu ändern, dass da ein Pfad existiert, dass das wirklich hier zurückgeht und nicht so eine Hysterese drin ist, die den Op-Amp dann dazu zwingt, hin und her zu schwingen. Ja, warum schließe ich dann den Rückkopplungspfad nicht direkt am Op-Amp? Weil ich, wenn ich den Rückkopplungspfad direkt am Op-Amp abschließe, nicht weiß, ob ich hier wirklich genau das spanne. Dann hätte ich wieder eine ganz klassische Gegenkraft zu führen. Wir wollen aber quasi die Präzision von einem Op-Amp haben, so, dass der Ausgang genau dem Eingang folgt, aber wir wollen mehr Strom haben, wenn es notwendig ist. Okay, warum ist denn Denkfehler auch? Weil überlegen wir gerade nur, wenn man sich sagt, wenn man sich das, man kann ja durchaus da grafisch den Widerstand auch in die Senkrechte klappen. Hauptsache der Widerstand ist in dem Weg drinnen. Aber wenn du hier in die Senkrechte klappst, ist es exakt die gleiche Schaltung. Ja, eben, das ich ja. Naja, das ist dann, nur eine andere Art ist auch im, dann ist da sozusagen diese Direktbindung eher da. Genau. Was ich an der Darstellung mag, ist, dass man eben schön sieht, dass der Spannungsabfall an den Widerstand parallel zu den Basis-Emitterstrecken ist. Jetzt ist dann die Frage, wo wird das hier stehen? Genau. Wie sollte der Widerstand dimensioniert sein? Jetzt möchte ich das machen. Und ich muss natürlich einen Widerstandswert festlegen. Mindestens so groß ist bei dem maximalen Strom, von dem ich will, dass der Op-Amp liefert, nur an ihn 0,6 Volt abfallen. Genau, also vielleicht ein bisschen mehr. Also die Idee ist, ich schaue, welche Spannung brauche ich, damit der Transistor anfängt durchzuschalten. Und vielleicht machen wir noch ein bisschen Sicherheitsfenster, sagen wir nicht 0,6 Volt, sagen wir 1 Volt. Und dann schaue ich im Datenblatt von dem Op-Amp nach, was sagt der Hersteller, wie viel Strom kann der Op-Amp liefern, wie viel Strom kann der Op-Amp aufnehmen. Den kleineren dieser beiden Werte nehme ich, wenn das zwei verschiedene Werte sind, und sage, okay, den Widerstand dimensioniere ich genauso, dass bei diesem Strom der Transistor bereits durchgeschaltet ist. Damit habe ich genau das gewünschte Verhalten, dass der Op-Amp sozusagen möglichst lange verantwortlich ist und an dem Punkt, wo der Op-Amp nicht kann, oder wenn ich in Regionen komme, wo es für den Op-Amp kritisch wird, dann schalte ich erst diesen Transistor dazu. Das ist eine Möglichkeit, wenn man selber sowas machen kann, wenn man quasi was hat, wo dieser LM386 nicht geeignet ist, wenn man größere Ströme haben möchte oder sonstige Sachen, dann könnte man sich so eine Schaltung überlegen. Was man hier aber aufpassen muss, bei all diesen Dingen, wenn man Dinge in den Rückkopplungspfad hängt, die ein bisschen komplizierter sind, dass die möglicherweise Zeit verändern, die der Rückkopplungspfad braucht, und da muss man immer schauen, ob der Op-Amp dann schon anfängt zu schwingen, wenn dieser Rückkopplungspfad ein bisschen länger wird, oder ob der intern stark genug kompensiert ist dafür, dass er noch nicht anfängt zu schwingen. Und im Laufe der Zeit sind eine ganze Reihe von solchen Hacks entstanden, wie man dieses Problem angehen kann. Ich möchte noch schnell einen anderen Hack quasi aufzeichnen, der vor allem funktioniert, wenn ich einen Single Supply, also einen Single Op-Amp habe, wo in einem Baustein nur wirklich ein einziger OPV drinnen ist, dann kann ich Folgendes machen. Wir haben einen Op-Amp und ich habe Minus und Plus. So. Und ich mache jetzt grundsätzlich mal einen ganz normalen Impedanzwandler. So. Und jetzt sage ich aber, wenn der zum Beispiel Strom gerade liefern soll, und er kann nicht genug Strom liefern, weil die Quelle mehr möchte,
dann fließt ja relativ großer Strom bei dem positiven Versorgungspin rein. Der fließt von der positiven Versorgung in den Op-Amp und dann in die Quelle, in die Last. Was ich jetzt mache, ich hänge hier in die Versorgung mal einen Widerstand rein. Das ist per Definition eigentlich schon mal böse, sowas zu tun. In dem Fall mache ich es halt, weil ich eine Idee habe, wie ich dieses Problem lösen kann. So. Und dann nehmen wir hier einen Transistor. Den schließen wir das so an. Da gehen wir hinein. Und was ist das für ein Transistor? Das ist natürlich ein PNP-Transistor. So. Das heißt, solange der Op-Amp nicht viel Strom liefern muss, fließt auch nicht viel Strom in den Op-Amp hinein. Das heißt, der Spannungsabfall an diesem Widerstand ist sehr klein. Und wenn der Spannungsabfall an dem Widerstand sehr klein ist, dann habe ich hier nicht die Basis-Emitterspannung, die ich brauche, damit dieser Transistor durchschaltet. Wenn jetzt anfängt, dieser Op-Amp sich zu mühen, weil so viel Strom durchfließt, sinkt die Spannung hier, die Basis-Emitterspannung von dem Transistor wird größer und irgendwann fängt der Transistor an zu leiten. Und dann gibt es quasi zwei Pfade, die der Strom nehmen kann. Nämlich den mühsamen durch diesen ganzen großen Op-Amp durch oder gleich an dem Op-Amp vorbei durch diesen Transistor. Und da mache ich genau das Gleiche, komplementär auch noch für die andere Seite. Ich immer aufpassen, dass ich mich nicht verzeichne, wenn ich versuche, komplementäre Schaltungen zu zeichnen. So. Jetzt, wenn der Op-Amp einen Strom aufnehmen soll, dann muss er natürlich durch den Op-Amp durchfließen und dann hier unten in die negative Versorgungsspannung hinein. Und das muss jetzt auch wieder durch den Widerstand. Solange der Op-Amp nicht viel Strom aufnimmt, fließt da auch nicht viel Strom, habe ich keinen großen Spannungsabfall an diesem Widerstand, damit keine große Basis-Emitterspannung an dem Transistor und der tut nichts. Wenn ich aber jetzt mehr Strom aufnehme, fließt mehr Strom durch den Widerstand, die Spannung hier steigt, irgendwann schaltet der Transistor durch und dann nimmt er den Strom direkt von diesem Netzwerk und es muss nicht mehr umständlich durch den Op-Amp durchfließen. Und das regelt sich natürlich genau so ein, dass es immer noch einen Teil gibt, der durch den Op-Amp durchfließt. Würde jetzt nichts mehr durch den Op-Amp durchfließen, würde dieser Widerstand nicht mehr durchfließen und der Transistor wieder dazu machen. Das heißt, wir haben hier wieder genau so einen stabilen Zustand und dadurch, dass immer wieder Strom durch den Op-Amp auch durchfließen muss, habe ich eben auch das erreicht, dass dieser Rückkopplungspfad von dem Op-Amp nicht durchbrochen wird. Dass ich nicht sage, jetzt kommt nur der Transistor. Ja, aber die Auswirkungen zwischen der und der Schaltung sind komplett gleich. Die sind komplett gleich. Mit dem Unterschied, dass ich einen Widerstand dafür habe. Mit dem Unterschied, dass ich hier einen Widerstand mehr habe und dem Unterschied, dass ich hier nichts im Rückkopplungspfad drin habe. Das ist der große Vorteil von der Schaltung. Bei der Schaltung habe ich die Transistoren im Rückkopplungspfad drinnen. Das heißt, es kann sein, dass mir dadurch irgendwie größere Verzögerungen und so entstehen und das anfängt zu schwingen. Und bei dem Muster habe ich nichts im Rückkopplungspfad drinnen. Und ich würde natürlich die Abblockkondensatoren für den Kondensator auch hier machen und nicht hier. Das heißt, die hochfrequenten Sachen, die gehen dann noch gut und wenn dann die großen Ströme, die ja hoffentlich nicht extrem hochfrequent sind, dann können diese Transistoren hier helfen. Also das ist der Vorteil. Ich habe nichts Obskures im Rückkopplungspfad drinnen. Der Nachteil ist, das geht natürlich nur, wenn in dem einen Chip nur ein Op-Amp drinnen ist. Oder ich nur einen von den beiden, zum Beispiel, die drinnen sind, nutze. Weil so wie ich zwei habe, kann ich das ja nicht mehr machen, weil ich dann nicht mehr weiß, welcher von den Ausgängen das ist, wo ich jetzt kurz schließen muss mit Plus oder Minus, um den Op-Amp zu unterstützen in seinem Bemühen, da was zu machen. Gut. Noch Fragen für heute? Dann gibt es das nächstes Monat, am vorletzten Freitag eine Experimentiergruppe, am letzten Freitag den Kurs und am Donnerstag vor der Experimentiergruppe halte ich hier einen Vortrag über Cut-Design mit Open-Source-Software. Also ich habe da
einen 3D-CAD-Modeller geschrieben vor einiger Zeit und da erzähle ich was drüber. Also falls jemand sowas interessiert ist, natürlich jeder gerne kommen, hat er gesagt. OpenSCAD, ja. Gut, also das war noch die Ankündigung und dann sage ich danke für heute und wir sehen uns bei irgendeinem dieser Termine.